Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Schaut mal, wir haben jetzt eine Fackel und da fackeln wir doch gar nicht lange und machen weiter mit den Rätseln, oder? Am Anfang war das Feuer und am Ende schimpfen wieder alle mit mir. Da hast du recht, aber wenigstens ist es diesmal kein offenes Feuer in deinem Mantel. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Hey, Goal! Wie geht's dir hier eigentlich? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Bis auf die Tatsache, dass du uns ins ewige Eis verfrachtet hast? Immerhin habe ich uns nicht auf einen Eisberg manövriert. Hast du wohl! Und warum kann ich mich daran nicht erinnern? Wahrscheinlich, weil du von einem Kühlschrank am Kopf getroffen wurdest, als uns die Eisbären angegriffen haben? Ich scheine einiges verpasst zu haben. Das hast du wohl. Und es war ziemlich cool. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Du Schwächling, kannst du nicht mal ein bisschen Kälte vertragen? Mehr als du. Ach ja? Oh ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Eisschwimmen! Na, guck mal einer an. Eisschwimmen? Wartet mal, sowas ist gefährlich. Hey! Ach, wozu rege ich mich auf? Ich kann mich ja immer noch an meinen Happy Place träumen. Happy, 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 happy. Ich habe gesagt, keine Eisschollen unter der Gürtellinie. Du nuschelst aber auch gewaltig. Hey, Boso. Du solltest mal deine Schiffsschraube überprüfen. Irgendein Verrückter hat einen Pinguin daran festgebunden. Kein Problem. Ich kümmere mich später darum. Aber sei vorsichtig. Du könntest unsere Rutschbahn kaputt machen. Ich kann nicht glauben, dass ich das beim letzten Mal einfach ausgelassen habe. Das ist großartig. Und vor allem, jetzt passt ja überhaupt gar nicht mehr, was auf dem schwimmenden Schwarzmarkt passiert ist mit dem Angler. Im vorletzten Part, erinnert ihr euch noch? Als Goal so gefroren hat, aber dann geht sie hier Eisschwimmen. Und ist auch nicht unbedingt dicker angezogen. Hier am Pol. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das sehr merkwürdig. Hast du die Sterne gesehen? Konzentrier dich lieber auf unsere Aufgabe, Hans, guck in die Luft. Ich muss Rufus in Schutz nehmen. Früher einmal haben sich die Seeleute auch anhand der Sterne orientiert. Genau. Ich wollte mich anhand der Sterne orientieren und mich nicht von ihrem Funkelzauber betören lassen. Genau. Was machen wir hier eigentlich? Müsstest du das nicht am Batman, hast du uns doch hier... Ja, aber du weißt doch, wie das hier läuft. Jede Aufgabe zersplittert sich in Teilaufgaben, die wiederum in Teilaufgaben zersplittern. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Ah, verstehe. Yep. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß jetzt ganz genau, was ich tue. Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Das haben wir alles überhaupt noch gar nicht ausprobiert bisher und es tut mir leid. Ich bin irgendwie die letzten Parts so ein bisschen durchgerusht eigentlich, oder? War eigentlich nur auf oder sagen wir nicht durchgerusht, dafür war ich zu langsam, aber immer nur auf Lösungssuche. Aber hier, die schönen Sachen jetzt hier mit Krawalgo, mit Babygo und so weiter, das haben wir ja komplett ausgelassen. Auch die Gespräche hier mit Doc und mit Boso und so weiter an den einzelnen Orten. Was mich ja dann zum Glück an die richtige Fährte gelotst hat. Dadurch, dass ich dann wusste, aha, das bezieht sich immer auf den Ort, wo wir gerade sind, worüber sie gerade reden. Das hätte ich vielleicht eher mal machen sollen. Es tut mir leid. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist kalt. Und das, wo du doch so heiß bist. Oh je, vielleicht habe ich Fieber. Dabei esse ich immer brav mein Gemüse. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Wenn du dich aufwärmen willst, ja, nimm dir einen Tee. Mua. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Für Vorsicht ist doch genug Zeit, wenn wir tot sind. Und das habe ich auch direkt gemacht, direkt in Schnee rein. Ne? Das... Ja, es tut mir leid, aber ich wusste, Schnee muss da rein und, Tunnelblick. Hast du schon von dem Tee getrunken? Nur ein wenig. Er ist noch sehr heiß. Nichts ist so heiß, dass ich mir nicht wiederholt die Finger daran verbrennen würde. Du solltest sowieso nicht so viel von dem Tee trinken. Er ist sehr dünn und irgendwer hat das Kutterklo überflutet. Dafür weiß dieser Irgendwer jetzt aber auch, in welche Richtung sich der Abwasserstrudel direkt am Pol dreht. Und dass er sich gar nicht mehr dreht, wenn man Docks lange Unterhosen hineinstopft.
Hast du die Sterne gesehen? Du willst mit mir die Sterne anschauen? Oh, das ist ja so romantisch. Genau. Darum habe ich das ja auch gesagt. Und nicht, weil ich in der Zwischenzeit in deinem Tagebuch rumradieren wollte. Du bist süß. Was machen wir hier eigentlich? Was du machst, weiß ich nicht. Ich für meinen Teil friere. Ja, zu dumm, dass ich vorhin die Kiste mit den Heizdecken über Bord geworfen habe. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ach, halt dich da raus. Ich frag dich ja auch nicht, warum du deine Diät abgesetzt hast. Das war gemein. Das war wirklich gemein. Ja, tatsächlich, also je mehr ich drüber nachdenke... Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Je mehr ich drüber nachdenke... Bei dem Anglerrätsel wäre es vielleicht noch ein zusätzliches Element gewesen, vorher auf Baby Goal zu schalten, damit die anfängt zu frieren. Aber das wäre vielleicht, weil das Rätsel an sich ja schon, wie Poki so schön gesagt hat, out of the box war, wäre das vielleicht zu viel des Guten gewesen, wer weiß. Naja, gut. Weil irgendwie hat er sich Krawall Goal da doch zu Lady Goal-artig verhalten für meinen Geschmack. Aber gut. So, wir haben eine Fackel. Und ich weiß noch, dass wir die Delfin-Babys, um dann wieder darauf zurückzukommen, durch einen brennenden Reifen schwimmen lassen müssen. Wir gehen mal nach Porta Fisco. Gehen aber vorher nochmal auf den Kutter. Mal ein kleines Kutter-Spezial, weil wir die ganzen Baby-Goal-Dialoge bisher noch nicht hatten. Und reden mal mit ihr. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Hey, Goal! Alles klar. Hey, okay. Goal. Alles gut. Na klar. Seht ihr mal. Sie hat hier gar nichts zu sagen. Auch hier nicht? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Sieh mal leider an. Seht ihr mal. Also, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal noch anhören. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? So weit bin ich noch nicht. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Ah, guck doch mal, stimmt, das war ja auch noch hier mit der Paarberatung. Das muss ja auch noch irgendwie ein Teil des Rätsels sein. Na, schau doch mal, dann machen wir das doch mal. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Okay, wow. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar. Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus.
Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Die Animation ist großartig. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe das noch ein lang. Okay. Voll schön. Ich kann gar nicht genug bekommen von unseren Abenteuern. Erzähl mehr. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Wir wären bestimmt der Renner. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Er ist begeistert. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Das war so klar. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Das ist so großartig. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Eine Sache hat er nämlich. Muss man jetzt irgendwas damit machen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich benutze den Sender, um seine Wahrnehmung zu stören. Du planst um dein Schick, aber so das Schick. Das ist großartig. Das ist einfach toll hier gerade. Sonst haben wir nichts, ne? Sonst nur Goal? Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich glaub's dir ja. Schade. Lass uns weitermachen. Ja. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an
Vorausgesetzt... Was kann man sich... Ein Hinweis... Mehr verrät... Ha. Aber hat er nicht einen Tipp gegeben bezüglich... Na, egal. Ich darf es dir noch nicht verraten. Ich weiß es jetzt nicht genau. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Oh, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Vielleicht muss ich das mit Krawallgoal noch einmal machen. Probieren wir es mal. Krawallgoal. Oh, na endlich. Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Also den Teil mit dem Lass mich das umformulieren hast du auf jeden Fall mitbekommen. Das war quasi ein Zitat gerade von dir. Vielleicht sollte ich nochmal alleine nach dem Norden, ist vielleicht auch eine gute Idee. Ich sehe, du hast noch... Aber... Na, shit. Ich will... Okay. Hey! Alles gut. Mir ist lang... Kommst du mit zum Ja-Sager? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Hm. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Ja, Entschuldigung. Weiter geht's. Ich merke immer wieder, dass Deponia einen Humor hat, der mich einfach komplett anspricht. Okay. Gut. Dann fackeln wir nicht länger rum. Komm, wenn wir jetzt erstmal beim Wahrsager nicht weiterkommen, dann... Habe ich eigentlich vorhin Ja-Sager gesagt? Wahrsager, doch. Ufus haben Feuer! Das heißt Ung. Egal. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, endlich hast du es wieder, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Es müsste eigentlich gehen. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Sehr schön. Captain Planet. Na, wenn ich mal nicht ein richtig guter Umweltschützer bin, nicht wahr? Also für alle, die es jetzt nicht lesen konnten, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet mit Captain Planet. Gut. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Hey, Torpedodelfine, habt ihr Lust auf einen Trick? Ich weiß nicht, ob die das einfach so machen, aber ich probiere es jetzt mal. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Das könnte klappen. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Orga. Das wollen sie nicht. Aber vielleicht hier. Ja. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann ich meine es ernst. Ich? Ja, hatten wir ja alles schon. Die Tante meint das nicht so. Also, los geht's. Alle, hopp.
Sie brauchen noch einen kleinen Anreiz. Vielleicht so. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Komm hier, Fischi, Fischi. Wunderbar. Oh Gott. Andererseits Nein. ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Oh Gott. Hatte er eigentlich in seinem Entwickler-Kommentar irgendwas dazu gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ist auch vielleicht auch gut so gewesen. Diese Dose Thunfisch ist einfach so aufgetaucht, was in keinerlei Zusammenhang zu irgendeiner von mir ausgeführten Aktion steht. Auf keinen Fall! Wie sollte es auch? Komm, nehmen wir uns das Planschbecken. Wie auch immer das in seinem Mantel Jetzt mal im Ernst, wie hast du das in den Mantel bekommen? Gut zu wissen, dass Wasser in der Nähe ist. Ja. Ein Schnabeltier-Planschbecken. Sieht cool aus. Ja, aber was fangen wir denn jetzt mit diesen seltsamen Thunfischdosen an, die auf einmal da aufgetaucht sind? Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Schon merkwürdig, ne? Yeah! Rufus freut sich. Ja, ich glaube, wir sollten mal gucken, ob wir irgendjemanden damit füttern können. Vielleicht Goon? Du siehst hungrig aus. Bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Genau. Penner essen Schuhe, aber das haben wir ja schon geklärt. Gut. Wie ist mit den Thunfischdosen, den seltsamen, mysteriösen? Weiter geht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dahin. Deine Mutter mag Minigames. Okay, den Spaß will ich mir jetzt nochmal nicht nehmen lassen. Ich will Toni diese Dosen mal zeigen. Das lasse ich mir jetzt mal nicht nehmen. Oh Mann. Hey, Toni. Thunfisch. Hast du Hunger? Nur weil ich hin und wieder Gegenstände in meiner unmittelbaren Umgebung zur Explosion bringe, heißt das nicht, dass ich lebensmüde bin. Okay, also wir sollten es ihr nicht zeigen, ja? Sehe ich das richtig?